Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Das ist ein neues Challenge-Video von Eva und mir und unser Thema ist heute Eis selber machen. Ihr seht schon, ich habe leckeres Limetten-Eistee-Eis selber gemacht. Also Eistee-Zitrone von Arizona zusammen mit Limette und Minze. Super erfrischend und richtig lecker. Vielleicht möchtet ihr das nachmachen. Ich habe hier Eisförmchen, um Eis selber zu machen. Dann habe ich frische Minze, zwei Limetten und wer möchte, dass es noch ein bisschen stärker nach Limette schmeckt, kann noch zusätzlich so ein bisschen Limettensaft mit reinmachen. Man kann natürlich auch noch eine weitere Limette auspressen oder eben hier, das gibt es eigentlich in jedem Supermarkt, da kann man so einen Spritzer Limette dann noch mit dazu machen. Außerdem habe ich einen Arizona Eistee in der Sorte Lemon, also Zitroneneistee. Und dann kann es losgehen. Ich habe als erstes meine Limetten jetzt richtig gut abgewaschen. Das sind zwar schon die Limetten, die man so ins Getränk tun kann. Also die Schale ist unbehandelt. Aber ich habe das trotzdem nochmal gut gewaschen. Außerdem habe ich natürlich meine Minze gut abgewaschen. Und als erstes schneide ich jetzt die Limette in Streifen. Den Rand schneide ich erstmal so ab. Und dann schneide ich das Ganze in so schmale, einen halben Zentimeter breite Streifen. Vorsichtig mit den Fingern sein. Vier schöne Streifen konnte ich schon mal schneiden. Hier der Rest, der ist nicht mehr so schön, um den in ein Glas zu geben. Deswegen habe ich ja auch noch eine zweite Limette und die schneide ich jetzt auch noch in Scheiben. Wenn ich dann für jeden Behälter hier eine schöne Limettenscheibe habe, dann schneide ich jetzt noch vorsichtig die Schale ab. Also einfach hier rundherum die Schale abschneiden. Das Weiße kann ruhig so ein bisschen dranbleiben, damit die in ihrer Struktur bleibt. Nur die Schale schneide ich eben außen darunter runter. Ihr seht, hier habe ich etwas zu viel geschnitten und da fällt es dann auch ganz leicht auseinander. Deswegen lieber nur das Dunkelgrüne von der Schale hier außen und das Weiße stehen lassen. So, jetzt habe ich für jeden Behälter eine Limettenscheibe. Ich mache also erstmal meine Eisstiele an die Seite und lege jetzt hier immer eine Limettenscheibe rein. Die Limettenscheiben haben am Rand jetzt keine Schale mehr und die passen super gut hier in meine Eisförmchen. Jetzt sind die Minzblätter dran, da suche ich mir jetzt auch 6 schöne Minzblätter aus. Die knipse ich gerade einfach so mit den Fingern hier ab. Und das riecht schon total schön, ich mag richtig gerne den Geruch von Minze. Also 1, 2, 3, 4, vielleicht zu denen kommt noch das dazu, 5 und 6. Und die Minzblätter schneide ich jetzt so ganz vorsichtig mit dem Messer so ein bisschen ein. Also, dass die so leicht zerhackt sind. Und so gebe ich die jetzt mit in meine Eisförmchen. Überall ist jetzt also auch ein bisschen Minz mit drin. Minzblätter. Und ich habe mich ja entschieden, noch einen kleinen Spritzer Limettensaft jeweils dazu zu geben. Jetzt muss ich mal einen kleinen Test machen. Die Eisstiele müssen ja hier gleich noch in die Mitte. Und einmal schauen, ob das hier überall noch passt. Ja, doch. Das passt noch überall. Dann kann ich jetzt mal einen Eistee aufmachen. Und überall schütte ich ein bisschen Eistee da drauf. Nicht bis ganz oben. Sonst läuft es gleich über.
Eisstiele und dann ab in den Gefrierschrank. Ich habe das Eis über Nacht im Gefrierschrank gelassen und das ist jetzt fertig. Als erstes wärme ich das ein bisschen von außen an, damit sich das gut aus der Form löst. Und es löst sich auch schon gut. Sieht jetzt total super aus, finde ich. Hier erkennt man die Limette, da erkennt man ein bisschen Minze und schmeckt ziemlich sauer, aber ziemlich lecker und erfrischend. Ich mag das total gerne. Vielleicht möchtet ihr das auch nachmachen. Vielleicht seid ihr auch Arizona-Eistee-Fan, also Eistee-Zitrone-Fan, mögt auch gerne Limette, Minze und möchtet das nachmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das dann unten in die Kommentare schreibt und mir auch einen Daumen nach oben gebt. Und jetzt seht ihr, welcher Begriff nächste Woche bei unserer Challenge dran ist. So, und dann schaue ich mal, was wir nächste Woche für ein Thema haben. Ich bin wieder dran mitziehen. Und ich habe eins. Und es ist ein Haul für unter 5 Euro in Blau. Genau, wir hatten ja schon mal Pink schön. Haul. Mhm. Und Schwarz-Weiß hatten wir auch schon mal. Genau, Schwarz-Weiß auch. Genau. Ja, da kann man eigentlich alles Mögliche zu machen, ne? Und das ist immer ein spannendes Thema, finde ich. Genau. Meistens basteln wir ja noch dann ein bisschen was dazu oder mit den Sachen, die wir gekauft haben. Also ist zeigen, wie man die Sachen schön verschenken kann oder so. Genau, also wirklich eine schöne Sache. Ich freue mich auf das Video auf jeden Fall und ich hoffe natürlich ihr auch. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch auf jeden Fall kein Video mehr von uns. Oder wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat bei uns vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss.